Guten Morgen. Heute? Nee, ist noch nicht der 31. Ist der 30. Ein bisschen verbimmelt. Was war los heute Nacht? Kaum geschlafen. Wir haben jetzt die dritte Nacht, ist das jetzt, wo wir kaum geschlafen haben. Ich bin echt müde. Dafür durften wir dann aber bis 8 Uhr heute Morgen schlafen. Und dann war ein bisschen stressig, weil der Papa dann schnell zur Arbeit musste. Calvino geht's auch nicht so gut. Der hat gestern Abend noch Fieber bekommen. Der ist auch krank. Jetzt werden hier alle krank, so kurz vorm Endspurt. Du möchtest den Deckel da drauf machen, ne? Genau, ja. Dann habe ich hier wie so eine Muskelzerrung oder so. Ich weiß es nicht, es fühlt sich an wie ganz starker Muskelkater hier. Als ich aufgestanden bin heute Morgen, hat das erst so ein bisschen in den Arm gezogen und dann habe ich gedacht, boah, hier Brustentzündung oder so. Gibt es ja auch, wenn man stillt und dann Stress hat oder so. Aber dann, als ich duschen war und so, dann ging das weg im Arm, es ist besser geworden. Jetzt ist es halt nur, wenn ich es bewege. Und Livia ist heute Nacht, ich glaube, 30 oder 40 Mal über mich drüber, hin und her immer. Ja! Immer über mich drüber. Du hast Spielplatz gespielt, ne? Ja. Und ich glaube, da ist sie einmal so da drauf getreten oder so. Ich weiß auch nicht. Das tut halt weh. Aber es wird wieder, ne? Genau. Ja, ich wollte jetzt gleich mal nach oben. Ich muss die Betten ziehen. Du kommst mit mir helfen, ne? Du hilfst mir. Ja. Aber erst gibt es Frühstück. Ich habe einen Shake. Bernd hat noch Shake gemacht, bevor er arbeiten gegangen ist. Heute ist Donnerstag, oder Calvino? Ich weiß es gar nicht. Ja. Morgen ist Freitag. Heute hat der Bernd seinen letzten langen Arbeitstag. Morgen ist ja dann Silvester. Da ist nur bis 13 Uhr geöffnet. Und dann ist der Laden zu. Dann schließen wir einfach ab und der ist zu. Ja, das ist so wirklich, das fällt dem Bernd, glaube ich, wirklich sehr, sehr schwer. Ja, schmeckt das? Ja, so ein Quetschi, ne? Ja. Es ist sehr, sehr, sehr viel zu tun, was ja auch gut ist. Also sehr viel Kundenberatung, sehr viel Ausverkauf. Wir haben ja halt einen Sale im Laden. Und mein Handy... Und dann halt das Auswandern vorbereiten, das Ausmisten packen, die ganzen Verträge kündigen und sowas. Es ist so, so viel im Moment. Und dann sind jetzt halt alle krank. Ja, es ist wirklich im Moment so. Wir arbeiten ja auch noch online. Das ist auch immer viel zu tun. Wir bereiten da zurzeit sehr viel vor. Das mache ich dann meistens nachts, wenn ich nicht schlafen kann. Und ich bin wirklich müde. Ja, aber vom Jammern kommen wir nicht weiter. Deswegen, wir frühstücken jetzt, werden wach. Die Dusche morgens ist schon immer die halbe Miete. Du malst jetzt mit deinem Quetschi hier rum. Ja? Nee, nicht hier reinmachen, den Quetschi. Das ist ja hier dein Linsenaufstrich oder unser, ne? Genau, Bernd war heute Morgen noch eben einkaufen, weil morgen machen wir Raclette zum Silvester. Und ich bereite gleich auch ein bisschen was vor. Genau. Aber erstmal jetzt frühstücken und dann gehen wir die Betten beziehen, ne? Ja. So, ich war jetzt oben, hab das Bett bezogen mit Livia. Ach so, und dann ist da dieser Hut. Den zeige ich euch gleich. Kennst du den, Calvino? Mit den Kerzen oben drauf, dieser Geburtstagshut? Nee. Happy Birthday steht da drauf. Den habe ich einmal aufgesetzt und fand sie das so toll. Dann musste ich den die ganze Zeit tragen, mir aufsetzen, ihr aufsetzen und so. Das hat gar nichts gebracht. Ich bin gar nicht weitergekommen mit Betten beziehen. Deswegen sind wir runtergegangen und haben jetzt hier Chaos veranstaltet. Calvino geht es zum Glück jetzt ein bisschen besser, nachdem er ein bisschen wach geworden ist, Minztee getrunken hat. Sagt, er fühlt sich auch nicht mehr nach Fieber. Gestern hat er sich auch so verschnupft angehört. Das ist jetzt besser. Ja, ich bin immer noch hier in Jogginghose. Weil, wofür richtig anziehen? Oh. Zu Hause. Und ja, machen einen ruhigen heute. Lazarett für die Kinder. Livia ist auch zwischendurch immer mal wieder warm.
Sie hat dich gehauen und weint? Ja. Sie weint nicht. Die guckt mich an und macht... Jetzt kommt sie. Komm her. Kleine Morli. Sollen wir wieder Bücher lesen? Such mal ein Buch aus. Oh mein. Nein, das ist meine Kamera. Die kann ich dir nicht geben. Nein. Nein. Komm her. Kannst du mir kommen kuscheln? Nein. Wollen wir noch ein anderes Fieberthermometer? Nein, das muss ja hier irgendwo sein, das Fieberthermometer. Das glaube ich ja auch. Das Fieberthermometer ist lost in den Weiten. Aua, das tut weh, Livia. Du hast mir einen Muskelfaserriss gemacht oder so in eine Titigong. Darum wollte ich hinaus. Ja, ja. Hauptsache die lächelt. Die fühlt sich nicht wohl. Die muss auch unheimlich müde sein. Die war so viel wach heute Nacht. Nein, sie sagt, sie ist nicht müde. Der Calvino hat ja gestern auf dem Sofa geschlafen und ich war halt mit Livia und allen anderen im Bett und dann war Livia so wach heute Nacht und ich dann auch. Ich war ganz wach, also als ob jetzt morgens ist um 4.10 Uhr, dann wollte ich runtergehen. Einfach wach sein, Kaffee trinken und so, aufstehen. Aber dann habe ich gedacht, der Calvino, der liegt auf dem Sofa und schläft sein. Schlafen ist ja beste Medizin, den wollte ich nicht wecken. Das habe ich ihm gerade erzählt. Ist ja so schön, wenn wir nur runtergehen. Ja, weil er lag hier auch wach. Aber das wussten wir ja nicht. Nächste Mal nutzen wir WhatsApp. Ihr kommt einfach. Oder so. Ihr kommt einfach. Ping, jetzt klingelt's Handy, Livia, warte. Ich könnte mich auch ruhig wecken, das mag ich. Ja, aber ich wollte ja... Aua, aua. Dich nicht wecken, weil Schlaf wäre die beste. Aua! Medizin ist! Aber? Das tut weh! Ja. Also, ihr Lieben, ich komme heute gar nicht zum Vloggen. Ich mache mal eben hier Radio leiser. Es war so. Also, Calvino geht ja zum Glück wieder besser, ne? Der ist jetzt nach oben gegangen und chillt da ein bisschen. Ich habe nicht mal gefrühstückt. Wir haben jetzt kurz nach 13 Uhr schon. Nur den Shake. Dann habe ich versucht, Kuchen zu essen. Aber auch das kläglich gescheitert. Ich kann heute kaum auf Toilette gehen. Ja, warte. Ja, also habe ich dann gedacht, komm, ich gehe spazieren, pack die Maus in die Trage, habe ich gemacht. Wir waren schön spazieren. Das tat richtig gut, so frische Luft. Und ach, wenn man so, also wenn man dann so drin ist und nicht mehr weiß, also die Kinder nicht beruhigen kann, ich finde dann ist rausgehen, aber das heißt nicht beruhigen, die hat ja nicht geschrien, aber sie war mit nichts zufrieden, so. Dann kann man rausgehen und dann, ja, geht's einem besser. Und da ist sie natürlich eingeschlafen, weil sie war mega müde. Und dann sind wir nach Hause gekommen. Smurfy war ganz nass vom, sie fängt schon wieder an, sie will dies, sie will das. Warte bitte, Livia, einen Moment. Der war nass, ich habe ihn abgetrocknet und dann spielt er immer. Und dann hat er hier so eine Plastikflasche auf dem Boden über die Fliesen, so klöng, 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 und dann war Livia wach. Ich wollte, sie war so tief eingeschlafen, ich hätte sie ablegen können. Da hätte ich alles geschafft hier. Dann war sie wach. Und dann habe ich sie angelegt, weil sie war natürlich noch total müde. Und dann saß ich da mit ihr angelegt, dann ist sie nicht mehr richtig tief eingeschlafen. Hat nur gedöst. Ja, das war schön. Ich konnte schön entspannen. Dann saß dann da. Hab gechillt, aber ich habe nichts geschafft, nichts. Und jetzt ist Feierabend, Papa kommt, nicht Feierabend, das ist Mittagspause, Papa kommt von der Arbeit. Und hier sieht es immer noch so aus, es gibt heute kein Mittagessen, das sind Reste von gestern, davon wird ja keiner satt. Ja, ich zeige euch das reale Leben auf YouTube. Es ist nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, nein. Ja, wir machen jetzt Butterbrote und dann gibt es heute Abend Burger. Der Papa war heute Morgen auch einkaufen. Dann zeige ich euch gleich, was der gekauft hat. Nein, Kuchen gibt es nicht, Livia. Wir essen jetzt Butterbrote. Genau. Und ja, erstmal, ich habe Riesenhunger. Ich muss jetzt erstmal was essen. Wir hatten letztens das Thema Oma-Schlüpfer. Sie sind da. Die Oma ist auch da. Tada! Und der Papa hat schon am Laden die Werbung abgekratzt vorne. Angefangen. Morgen. Muss halt viel Arbeit abzukratzen. Ja. Morgen gehe ich auch mit euch mit im Laden. Letzter Arbeitstag morgen. Da auf jeden Fall die letzten beiden Stunden möchte ich auch da sein. Einfach nochmal. Ja, und beim Abschließen auch. Ja.
Eine Ära geht zu Ende. Ja, ist ja wirklich so. Ja, ist wirklich so. Ja. Ja, haben wir alle Pipi in den Augen. Ich wollte euch den Einkauf zeigen. Sie möchte eine Chrysalis von Chiquita. Also unser feierlicher Silvestereinkauf. Ricotta, Spinat, Tortellini für Raclette. Genau, bei uns gibt es Raclette. Schreibt mal in die Kommentare, was es bei euch zu essen gibt. Wir werden Pilze panieren und frittieren. Das ist für heute Abend. Heute gibt es Burger. Tomaten. Mit für Grün. Die Maus. Mit ja, Grün. Genau. Das sind nämlich die leckersten Tomaten. Wir hatten auch schon Tomaten, die nicht so lecker sind. Wir hatten zwei Fleischwürstchen, aber eins hat der Papa schon ist im Kühlschrank schon gegessen. Eine ist im Laden. Okay. Zweimal Spargelspitzen für Raclette, einmal Kuvertüre, weil wir Schokofondue machen. Einmal ich aus Versehen erst die von Dr. Oetker, die kurz der dreifache. Echt? Wir müssen sparen, wenn jetzt unser Laden nicht, zu aber ist. Ist ja dasselbe drin. Ja. Eine Gurke, Trauben, hell, kernlos, sehr lecker. Zweimal abwechslungsreiche Ernährung für den Kinder. Einmal Physalis, eine Trinkkokosnuss für Calvino. 1,99. Ja, die sind sehr teuer, aber morgen ist ja auch ein besonderer Anlass. Die sind wirklich lecker. Zwei Kaki, einmal Gouda am Stück zum Reiben. Zwei Hamburgerbrötchen für heute Abend. Soll ich noch Brot holen für Nein, die Mama? Nein, ich habe zwei Burgerbrötchen noch vom letzten Mal. Mein Glück. Für auch heute Abend für Burger. Einmal reduzierte Nuggets, weil wir müssen sparen, weil der Papa arbeitet. Ja, die habe ich einfach noch mitgenommen. War nur ein Scherz. Klingt doch, du hältst mich da jetzt aus. Ich wachse mit auch. Lass mich auch Fussel wachsen. Wachsen, lass verbinden Vloggen an. Ja, lass mich das ist so ein Running Gag bei uns, weil viele schon mal in die Kommentare geschrieben haben. Was ist viele? Wir hatten oft den Kommentar, dass ich Glück habe, dass ich so einen Mann habe, der mich aushält, so einen reichen Mann. In vielerlei Belang. Genau, danke. Seelisch, psychisch, finanziell. Jetzt machen wir den Laden zu. Ja, machen wir andersrum. In zwei Monaten schmeißt du mich raus, weil du mich aushalten musst. Nein. Wir halten uns gegenseitig aus. Seelisch, körperlich, psychisch, physisch, finanziell hält die Waage. So, und dann gibt es noch für Calvino für morgen. Ne, für Lydia auch. Nein. Sie mag das. Calvino konnte nicht aushalten. Das hatten wir letztes Jahr auch. Deswegen das schmeckt ihm sehr lecker. Geholt, weil er es gerne trinkt. Genau. Und der Papa hat einmal Schokoladenwein geholt. Der sagt, der ist ganz süß. Hat die Verkäuferin gesagt. Wo? Okay. Essen. Bin ich bei euch da, wo? So ein Schokoladenwein ist das. Das würde mich ja reizen, den jetzt zu probieren. Ja, und dann mach mal gleich. Und dann hing, nee, und dann, komm, dann trinkst du wieder. Nein, ein, Verkäuferin viel, wenn der Tag dann lang ist. Dann nimmst du wieder am Korn gleich. So wie du. Bin. Du redest ja auch viel, wenn der Tag lang ist, da in deinem Dampf, ja. In deinem komischen Schrömmel. Ja, aber mittlerweile nicht mehr. Versuche ich die Gespräche kurz zu halten. Aufgeschlitzt. Sie sagt, sie wollte doch die Kreditkarte und nicht diese komische. Ja, gut, dass ich ihr die nicht gegeben habe. Die Kreditkarte. Die eine schon geschrömmelt. Komm her, wir gehen jetzt einen Raum weiter. Was haben wir hier vorbereitet? Und was, wolltest du das Gefrorene noch zeigen? Ach so, das Gefrorene den Menschen zeigen. Wir haben noch Gefrorenes. Tada, bitteschön. Der Papa hat Kaisergemüse. Genau, Pommes für heute Abend bei Burger. Zwiebelringe, 99 Cent waren die. Ein Kilo ist das in diesem TK. Dieser Laden ist hier bei uns in der Stadt. Da gibt es alles Gefrorene. 99 Cent. Machen da unten die. Genau. Ja. Besondere Pommes. Calvino und Bernd mögen sowas so gerne. Und für die Mama Convenience Food Zwiebel in Würfeln, weil ich hasse es, Zwiebeln zu schneiden. Ja, super. Oi? Die Cubes habe ich da gekauft. Super. Und jetzt gibt es unsere super Kaffeekanne. Den Lachs. Eddie, jetzt hör doch mal auf, uns hier zu penetrieren. Ich sag, die Karte war seine. Ja, die Karte darf er haben? Okay. IKEA, brauchen wir doch eh nicht mehr. Nein, ist da noch was drauf auf den IKEA-Gutschein? Keine Ahnung. Okay. Und ich habe ja gestern russischen Zupfkuchen gebacken. Den gibt es jetzt, da brauche ich noch meine Hafermilch. Der Kühlschrank ist so leer für unsere Verhältnisse. Aber wir kaufen nicht mehr so viel ein. Wir hauen uns jetzt was rein. Der Weihnachtsbaum ist aus. Mach an.
Mach an. Ja, ich mach ja schon. Ich will die Oma mal Anruf machen heute Abend, ne? Oh. Oh, er geht nicht mehr. Musst du warten 5 Sekunden, bis der grüne Licht ausgeht. Ach so. Tada! Ein kluger Mann. Ja, danke für Klugheit. Wir sind Pinky und Brain. Ja, schon. Ja. Was bist du? Pinky. Er ist Pinky. Er ist Pinky, Etty and the Brain. So, wir gehen jetzt nach oben. Nimm das hier mit. Habe ich noch einen Wäschekorb? Ne, den habe ich schon oben. Denn heute habe ich ja angefangen, die Betten zu beziehen. Und ich zeige euch jetzt mal, wie weit ich gekommen bin. Wo ist denn Ihre Kiste? Ihre Kiste? Die Schüler mit der Kiste mit ihr. Die ist in dem Kühlschrankschublade da. Du weißt schon, am Weihnachtsbaum. So. Warte, ich stelle das eben ab. Brauchen wir nicht mehr. Tada, so weit bin ich gekommen heute. Dann, sie war ja sehr leidlich und wollte nur auf den Arm die ganze Zeit. Da habe ich immer den Hut aufgesetzt, dann fand sie das lustig. Dann musste ich die ganze Zeit singen und Faxen machen, dann konnte ich nicht mehr weiter das Bett abziehen. Und ja, irgendwann habe ich dann gesagt, komm, das mache ich nachher weiter. Egal. Ja, und deswegen habe ich jetzt was zu tun. Kommt zusammen, wenn man ein Familienbett hat. So, und hier habe ich noch frische Wäsche und ich habe wieder ausgemistet bei Livia, was alles nicht mehr passt. Das kommt jetzt rüber in die Kisten. Hier ist ja unsere Auswanderungs-Area. Genau, hier sind auch schon Sachen, die zu klein sind. Genau, Lätzchen haben wir noch welche unten. Die dicken habe ich jetzt unten und die dünnen packe ich schon mal zur Seite. So, und Kleidchen, die passen glaube ich noch, aber die brauchst du ja jetzt im Winter nicht. Die gibt es dann nächstes Jahr und das ist für Calvino. Jetzt ein kleiner Kampf in seinem Zimmer. Und die Wäsche kommt runter, genauso wie der Hut. Da gehen wir jetzt mal die Livia mit überraschen. Achtung, ich schmeiß die Wäsche runter. Oh oh. Andere bauen sich Häuser mit so einer Luke für Wäsche. Wir sind eher rustikal veranlagt. So. Ist die Mama wieder lustig heute. So, seid ihr bereit? Die Mama kommt. Ich spreche ihre Sache. Happy Birthday to you. Ja, ich zum 30. Happy schon gekriegt. Ich glaube, den hatte ich sogar auf dem ersten Bild, was du von mir gesehen hast, ne? Nee, das war ein anderer Hut. Echt? Oh, sie kann den bald aufziehen. Weil sie hat ja bald Geburtstag. Da war ich im Garten, hab vorbereitet und den habe ich ja auf meinem... Oh. Happy Moala to you. Wow. Happy Moala to you. Happy Moala, kleine Moala. So. Ach so, den Staubi kann ich gleich nach oben bringen. Ist, ja irre, ne? Ist das schön, dass der stauben kann. Ist ja der neue Luxus ist ja, wenn ich Hausarbeit machen kann, wenn der Papa da ist und Morla beschäftigt, wenn ich in Ruhe Hausarbeit machen kann. Früher war Luxus, wenn man frei hat oder so. Heute, wenn man was in Ruhe machen kann. Das ist schön. Na guck, das passt ja. Die Maschine ist gleich fertig. Ich habe ein Daunenkissen gewaschen und getrocknet. Von Calvino, weil der hat so geschwitzt heute Nacht.
Genau, dann wird das wieder richtig fluffig, wenn es getrocknet ist. Nur so als Tipp, 60 Grad waschen und trocknen. Habe ich schon mehrfach gemacht. Funktionuckelt. Bo, 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 Musik wieder aus. Ich habe mal leise Radio an im Hintergrund. Immer noch Christmas Channel. Muss immer wechseln, so langsam ist er vorbei, ne, mit Weihnachten. Ich wollte euch Bescheid sagen. Ich hatte ja gestern im Vlog beendet, dass ich erzählt habe, dass wir ja morgen unseren Silvester-Livestream haben, worauf ich mich mega freue. Wir machen ja Pantomime-Challenge und wir wussten aber die ganze Zeit nicht, wann wir den so starten. Sorry, ich muss ein bisschen hin und her laufen, weil Stillstand ist doof. Möchtest du hier so einen Keks, Lydia? Warte. Einen Moment. Bitteschön. Ein Keks. Genau, also wir haben gedacht, dass wir halt, wir machen ja morgen Raclette, wie ganz, ganz viele von euch wahrscheinlich auch abends. Und dann werden wir danach Livia ins Bett bringen und danach den Livestream starten. Um mir keinen Stress zu machen, sie winkt die ganze Zeit, will ich keine genaue Uhrzeit sagen. Aber ich denke mal, dass es nach 21 Uhr sein wird. Weil das ist viel entspannter, wenn Livia dann schläft, als wenn sie dabei ist. Und dann wird sie müde und dann muss ich stillen und so. Das ist ja immer in Videos, kann ich sowas alles rausschneiden und die Kamera zur Hand nehmen. Wenn ein günstiger Moment ist, im Livestream geht das natürlich nicht. Ja, ich habe sie mir jetzt in die Trage gepackt. Falls ihr es noch nicht bemerkt habt. Denn ich mache jetzt gleich Essen. Heute gibt es ja bei uns Burger. Das sind die veganen Burger Patties von Beyond Meat. Die schmecken wirklich unglaublich geil. Und dazu halt Burgerbrötchen. Wer hätte es gedacht? Und ich schneide jetzt schon mal Salat und Tomate und sowas alles. Weil hier ein gewisser jemand ganz müde ist. Kommt sie in die Trage. Ja, genau. Und dann kann ich morgen auch endlich verkünden, was ich verkünden wollte. Quasi, wenn ihr dieses Video jetzt seht, ist ja morgen Abend 19 Uhr, kommt das online, dann um 21 Uhr ist der Livestream. Dann wisst ihr ja Bescheid. Ja. Genau. Mehr hatte ich jetzt noch, glaube ich, nicht zu sagen. Würde ich jetzt den Vlog auch hier beenden, mach das Essen. Und dann genießen wir gleich den Familienabend. Calvino geht es übrigens immer noch besser. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen in alter Frische. Tschüss! Nochmal winke, winke. Tschüssi, bis morgen.